Ah, okay. Eurobike 2024. Wir sind dabei und ich habe für euch 5 Motoren-Highlights rausgepickt, die ich hier im Video kurz vorstelle. Also ihr müsst es unbedingt anschauen, weil nur so wisst ihr, welche die richtig geilen neuen Motoren sind. Ein Highlight der Eurobike 2024 ist ganz sicher der Brose Drive 3. Der Motor ist ja, ihr wisst es schon, der kommt neu, der wurde letztes Jahr vorgestellt, dieses Jahr nur im Geheimen hier gezeigt. Also es gibt quasi ein Zelt ganz am Rand, klitzeklein, wo ich durch Zufall das Rad hier in die Hände gekriegt habe und mir natürlich direkt geschnappt habe. Und ich bin sogar ein bisschen gefahren, aber dazu ganz, ganz, ganz später erst mehr. Also es geht tatsächlich Vollgas weiter bei Brose. Der Motor ist fertig, die Software ist auf der absoluten Zielgeraden. Es gibt sogar schon ein neues Display, was im Oberrohr integriert ist. Von der Seite seht ihr gerade genau nichts. Und zwar aus dem Grund, weil es komplett versenkt ist. Da ist der On-Off-Button, da ist eine USB-C-Schnittstelle. Es ist klar zu lesen, alles ist ziemlich gut. Ich glaube, das wird auf jeden Fall gut. Deswegen ist der Brose Drive 3, wie ich ihn hier gefunden habe, ein Highlight der Eurobike 2024. Ein weiteres Highlight auf der Eurobike 2024 und vielleicht sogar das absolute Highlight der Messe ist dieser kleine Motor oder vielmehr das Motorsystem DJI Avionox. Ihr habt richtig gehört, DJI. Kennt man wahrscheinlich eher von Drohnen als von Motorsystemen für E-Bikes, aber man hat da wirklich ein Motorsystem entwickelt. Der Motor ist, ihr seht es, winzig klein, wiegt 2,5 Kilogramm. Es gibt dazu 2 verschiedene Akkus. Es gibt ein Display, was man schon kennt von der Osmo Action Cam, also sprich mit Touch und mit 2 Zoll und OLED und alle Technologie, die man da so haben kann. Der Motor selber, ich habe schon gesagt, 2,5 Kilo, aber die anderen Eckdaten sind der Knaller. Der leistet nämlich in der Spitze 105 bis 120 Newtonmeter und er schafft 800 bis 1000 Watt Spitzenleistung. Das bedeutet, während andere Motoren, die von großen Herstellern sind, 600 Watt schaffen, schafft der einfach mal fast das Doppelte. Im Boost-Modus und nur kurzzeitig, aber er schafft's. Was gibt's dazu noch zu sagen? DJI hat nicht nur das Motorsystem entwickelt, sondern hat auch, damit man es erfahren kann und erleben kann, eine Fahrradmarke gegründet. Die Fahrradmarke M-Flow, das ist ein Carbonrahmen, hat Federweg, also ein All-Mountain, hat so 150, 160 mm Federweg, ist super, super, super leicht und ich finde das ganz schön clever, weil damit hat man nicht nur ein Motorsystem, sondern man hat ein ganzes Rad zum Ausprobieren. Das wurde hier auf der Messe gemacht. Ich stehe gerade hier auf dem Truck von DJI. Nebendran werden die M-Flow-Bikes rausgeschoben. Da ist eine Schlange und es wurde mir gerade gesagt, wenn man hinten steht, gute 2 Stunden Wartezeit. 2 Stunden. Ich stelle mich nicht an. Ich habe das Rad schon mal ganz kurz ausprobiert. Ich werde es noch mal genauer ausprobieren. Ja, DJI Avionox Motorsystem. Vielleicht das absolute Highlight der Messe Eurobike 2024. Noch ein Highlight auf der Eurobike 2024, der klitzekleine Motor oder vielmehr das ZF-Centrix Motorsystem. Der Motor, wie ihr ihn hier seht, der hat 88 mm im Durchmesser. Das heißt, eine Cola-Dose ist nicht wirklich viel kleiner als dieser Motor. Der leistet, wer jetzt denkt, es ist vielleicht nur ein Light-Assist-Motor, der macht einen großen Fehler, denn der Motor ist Full-Power, 90 Newtonmeter maximales Drehmoment, 600 Watt Spitzenleistung, 2,5 Kilo, irgend sowas rum, also leicht, klein, kompakt, vollkommen neue Technologien im Inneren. Wir haben was dabei, was man jetzt hier gerade nicht sieht. Der Motor, ihr seht ja, der muss ja irgendwie in den Rahmen rein. Und dafür hat ZF eine neue Halterung kreiert. Und zwar gibt es einmal eine Fassung, die so ist im Rahmen. Und dann gibt es eine Fassung, die solo ist, die von unten dagegen geschraubt wird. Das Ganze hat den großen Effekt, da knarzt nichts, weil einfach keine Schrauben da sind, die in irgendeiner Fassung knarzen können. Wird auch genutzt dann, also die Platte von unten ist aus Aluminium, hat viele Kühlrippen dran, damit der Motor Luft kriegt. Der Motor braucht auch Luft, weil 90 Newtonmeter kommen halt nicht von ungefähr. Im Inneren gibt es noch ein Ölbad, wenig Öl drin, aber auch das dient zur Kühlung. Das Öl wird quasi im Betrieb
nach außen gegen die Wandung geschleudert und dadurch kühlt das ganze System. Was gibt es noch zu sagen? Es gibt zwei große Akkus dafür. Es gibt auch ganz cool, also ich komme gar nicht raus aus dem Ganzen hier, was da so an Details dabei ist. Man hat aus dem Motor Dinge rausgenommen, die bei anderen Herstellern immer noch drin sind. Es gibt die Control-Einheit für die Batterie. Die ist jetzt draußen, das Ganze ist am Batteriemount dran. Da sind auch die Steckplätze für Licht und so weiter. Es gibt eine Control Unit, die kommt oben ins Oberrohr. Die hat dann so ein LED-Rädchen drauf und da kann man es aus- und anschalten. Es gibt ein Display, was ziemlich groß ist und gut lesbar ist. Für mich auf jeden Fall ZF Centrix Motorsystem ein absolutes Highlight der Eurobike 2024. Noch ein Highlight auf der Eurobike 2024, ein neuer zylindrischer Motor, und zwar der Delta. Der Motor ist, ihr seht schon, ich habe es auch gerade gesagt, zylindrisch. Was ich persönlich immer super spannend finde, weil damit lässt sich einfach eine perfekte Integration im Rad generieren. Ja? Der baut nicht nach hinten, nicht nach vorne, nicht nach oben, noch nach unten, sondern er sitzt da, wo eigentlich früher das Innenlager saß, nur ein bisschen größer. Und er versteckt sich von Antriebsseite her hinter dem Kettenblatt. Also von der Seite sieht man dann gar nicht, dass es ein E-Bike ist. Der Motor leistet tatsächlich 90 Newtonmeter maximales Drehmoment, wiegt 2,9 Kilo und, was ich ganz spannend finde, hat eine Spitzenleistung von 750 Watt. Also dieses kleine Teil macht richtig Alarm, wenn es darum geht, er soll schieben, schieben, schieben. Das war ein weiteres Highlight auf der Eurobike 2024. Leute, wir haben noch ein Highlight auf der Eurobike 2024, ein ziemlich verstecktes Highlight, aber ich bin mir sicher, dass es ein absolutes Highlight ist. Und zwar geht es um den Kollegen hier unten. Es geht um einen neuen Bosch-Motor, vielleicht ein neuer Bosch-Motor, weil wissen tut man eigentlich noch gar nichts. Da unten steckt drin ein Bosch CX, abgeklebt mit Tape. Hat man tatsächlich auch in anderen Bikes schon hier und da und dort gesehen. Also auch andere Hersteller mussten oder haben ihren Bosch CX mit Tape umhüllt, was für mich das Zeichen ist, da kommt was Neues, wovon noch keiner was wissen soll oder darf und worüber auch noch keiner so richtig reden kann. Ich auch nicht, weil ich habe keine Infos, ich habe es nur gesehen und finde es super spannend und genau deshalb ist es ein Highlight auf der Eurobike 2024. Leute, das war's mit den 5 Motor-Highlights von der Eurobike 2024. Postet mal hier rein, welcher Motor euch am besten gefallen hat und welcher euch am meisten interessiert. Würde mich nämlich auch interessieren. Und ansonsten wie immer, bleibt elektrisch.